Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Biomutant bei Hildegards Gastzock auf Nick Rooms Channel. Ja, ich bin soeben mit der Schnellreise hierher ins Blättergewühl gereist, beziehungsweise zum Prügelhändler-Herstellungslager. Denn, Wiz, der hier oben ist in der Brandungsfabrik, hat uns geschickt, um im Mecha-Stadion nach einem Mecha-Fingro zu suchen. Und das wollen wir natürlich tun. Denn wir möchten gerne den nächsten großen Gegner legen. Den Weltenfresser Nummer 3. Ich muss sagen, ich hatte jetzt eine kleine Spielpause. Und ich hoffe, dass ich meine Finger daran erinnern, was zu tun ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das gleich laufen wird, aber ich hoffe das Beste für uns alle. Ah, danke für die Brücke. Schnuddel da drüben, oder? Wo ist denn der Schnuddel? Hallo? Sieht jemand den Schnuddel? Der da runtergefallen? In die reißenden Flut? Ich war's nicht. So. Hallo. Schön vorbeigehauen. Na? Wozu blocken? Jetzt bin ich schon wieder dabei, nur die ganze Zeit den bösen Wolf zu machen. Naja. Hey, das hat mich gerade an diese, kennt ihr diese Kresseköpfe, die man früher im Kindergarten gebastelt hat, aus so einem alten Seidenschrumpf? Ich finde, die sehen aus wie diese Kresseköpfe, diese Gegner mit den langen Haaren. Was geht hier ab? Okay. Oh, interessant. Solche hatten wir ja bei diesem Meteor, der da abgestürzt war. Oh, nee. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wie oft ich in dem Spiel gestorben bin. Das kann man aber eigentlich an einer Hand abzählen. Ich bin schwer schockiert. So, dann versuchen wir es doch nochmal. Und wir nehmen einen Kraftschub. So. Und dann schauen wir mal. Ich sollte, glaube ich, gucken, dass die nicht beide auf einmal an mir kleben, weil da wird es eng. Und genau das passiert gerade. Oha. Ich sehe nichts. Nur ausweichen, wenn wir den Quatsch da machen. Okay, fies. Ja.
Ja, die ging jetzt eigentlich doch ganz gut, aber das, naja. Ist ja auch schön, wenn nicht jeder Gegner Larifari ist. Schreckkatana. Okay. Ja, erschreckt habe ich mich. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Überragende Beute und Ressourcentotem. Wo ist denn hier noch überragende Beute, bitte? Nehmen wir erstmal das Ressourcentotem mit. So, gucke ich jetzt noch nach der überragenden Beute? Ganz kurz. Ich schaue noch ganz kurz, wenn ich sie nicht finde, dann ist es halt so. Ja, dann ist es halt so. Ich muss sagen, ich finde es eh mit dem Loot hier leicht übertrieben. Aber man findet halt auch so viel Schrott und man sammelt das alles ein für nichts und wieder nichts. Juba, ja. Wieso spucken die denn alle hier dieses Biozeug, ey? Gott, was ist mit dem los? Ja, schade. Puh. Ja, ich tue mich heute schwer, das stimmt. Ich sehe es ein. Aber wir sind ja schon hier an unserem Traumziel angelangt, scheinbar. Gesperrt. Okay. Wahrscheinlich gibt es dann wieder innen drin einen kleinen Rundweg, wie wir das ja schon kennen. Wo wir dann hoffentlich unser Mecha-Finko kriegen. Das sieht doch mal nice aus. Jedes abgefeuerte Geschoss erhöht die Feuerrate um 10%. Dieser Effekt wird zurückgesetzt, sobald das Magazin leer ist. Ja, dann lohnt sich halt ein großes Magazin. Kälteschaden nicht allzu verkehrt. Ah, doch nicht der kleine Rundweg. Was gibt's hier noch? Ah, okay. Den Schrank räumen wir noch aus. Schrottpolster bringt uns nicht so viel, zumindest nicht für den Rüstungswert. Und jetzt haben wir hier ein Rotationsresel. Überraschung. Okay. Wie ist denn das jetzt gedacht? So? Naja. Sesam, öffne dich! Okay, das sieht seltsam aus. Erstmal hier noch alles mitnehmen. Großes Gesundheitspaket, sehr schön. Was ist das hier? Noch ein Rotationsrätsel. So. Das passt. Und jetzt müssen wir hier... Geht doch gar nicht auf.
Hä? Wie soll ich denn Weiß mit Weiß verbinden? Ah! Okay, ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück, ich war doof und jetzt klappt's natürlich nicht. Autschen. So. Zap, zap. So. Und jetzt. So. Irgendwie sieht es gruselig aus und bedenklich. Ich möchte nicht. Können wir das lassen? Aha. Wo haben wir denn? Wir haben die drei zum Verstellen und da sind kleine bunte Nupsis dran. Okay. Scheint doch wieder Schema F zu sein. Ja. Ach nee, echt jetzt? Ich kann da drauf reiten? Dieses mechanische Wunderwerk ist ein einzigartiges Reittier. Es hat sogar eine eingebaute Waffe. What the? Um mit der Waffe zu zielen, während du auf dem Reittier sitzt, drücke. Mhm. Um zu schießen, während du ziehst, drücke. Okay. Nice, okay. Oh, ich weiß nicht. Ah, es hat was Spinnenmäßiges, oder? Ich weiß nicht. Stellt euch mal vor, die Hand krabbelt euch so über den Rücken. Oh. Kotonok. Das sieht ja witzig aus. Aufsatzmodifikation. Für die Fernkampfwaffe. Und ein großes Gesundheitspaket war das gerade noch. Kann man mit der... Das ist irgendwie krank, das Ding. Oh, was läuft denn darum? Kann man das fangen? Haben wir es? Nee. Behalten. Wir sammeln die bestimmt schon alle für die Arche, oder? Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht wohl mit der Hand. Oh, komm, ich begrabbel dich. Oh. Und sie ist auch ziemlich langsam, oder? Hallo, darf ich dich streicheln, Elchi Elch? Hallo. Ich möchte dich streicheln. Das ist ein Scheiß, Entschuldigung. Wieso kann ich hier eigentlich das Ding nicht umschießen? So. Okay, wir quatschen hier noch kurz und dann machen wir uns auf den Rückweg zu Wiz. Können wir hier... Was gibt's denn noch? Eine Kiste? Wir rauben ihn jetzt erstmal aus. Hallo, wir rauben dich aus. Ein Twang. Bin doch. Mhm. Okay, die reden nicht mit einem. Ich habe mir gerade überlegt, wir können ja auch für die Rückreise Schnellreise nutzen, würde ich sagen. Da könnten wir hier... Ach, das war diese Sternguckerin, ne? Wir könnten hier zu den Crackers gehen. Da folgen wir einmal hier dem Weg und halten uns dann bei der Hüttenbude rechts. Ist das dieser Weg? Nein, hier ist kein Weg, aber ich glaube, der müsste dann da so in der Richtung kommen.
Irgendwie. Wow, Geronimo. Bin ich denn jetzt richtig? Ah, okay, es ist kein Weg, es sind die Schienen wahrscheinlich. Insofern passt's. Schickes Teil, hey. Yo. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal durch die Landschaft finge. Oh, Pilze. Behalten. Man braucht doch für die Arche immer zwei, oder? Guck mal her. Ob man da wohl nachher noch eine Quest kriegt, dass man hier irgendwelche Viecher sammeln soll. Und es kommt uns jetzt schon zugute, dass wir es jetzt einfach schon gemacht haben. Das wäre ja nicht schlecht. Ich finger mich durch die Welt, weil es mir gefällt. Ah, das kommt mir bekannt vor hier. Yep. Den lassen wir stehen. Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Falsche Richtung? Das ist irgendwie brutal. Die roten Blüten haben gerade meinen Blick auf sich gezogen. Ja, und da können wir unsere Schnellreise machen. Hoffentlich mit der Hand. Kommt die dann mit? Das ist jetzt eine gute Frage. Kommt die Hand mit? Ist doch wie ein Reittier, oder? Wahrscheinlich hätten wir gar nicht darauf reiten müssen. Wir probieren es aus. Ich schneide euch jetzt mal die Reise raus. Und dann schauen wir, ob das klappt. Bis gleich. So, jetzt schauen wir, ob wir die Hand herbeirufen können. Kann hier nicht herbeigerufen werden, warum auch immer. Ja, müssen wir jetzt erst in die... Moment, was blinkt denn da? Oh, das Tipi machen wir noch. Müssen wir jetzt erst in die Brandungsfabrik rein? Können wir es dann da herbeirufen? Wäre ja irgendwie seltsam, aber wir probieren es aus. Weil, ja, wahrscheinlich wären wir eh nicht durch die Tür gekommen mit dem Ding, ne? Schauen wir einfach mal. Ah, schade. Voll gegen die Scheibe gesprungen. Haben wir das hier schon aktiviert? Ah ja, haben wir schon. Ah, ich klicke mich da schnell durch. Yep. So, hallo. Er dachte, der Kraftdreher sei die Lösung, doch jetzt erkennt er, dass rohe Gewalt hier nicht hilft. Er braucht etwas, das schmiert. Ich kann dir eine schmieren. Die Antwort gefällt mir. Nun, mit schmierig meint er glitschig, damit du den Deckel aufschmieren kannst. Und er muss gestehen, dass sein Fell wahrlich nicht geschmiert glänzt. Er sagt, der Deckel sollte sich öffnen lassen, wenn du ihn spritz schmierst. Nur leider ist seine Schmiere alle. Er weiß, dass sein alter Kumpel Chuff Chuff stets über aufgefüllte Schmierkannen verfügt. Er sollte dir eine borgen können. Jetzt habe ich irgendwas weggedrückt. Sorry, sag, du sollst sie als Schwarzteerspritzer betrachten. Die Todeszone ist voll von diesem schwarzen Glibber. Okay. Und er eignet sich für irgendwas. Jetzt, da lässt man sich kurz ablenken. Findet Chuff Chuff an der Endhaltestelle.
Ja, erstmal finden wir hier raus und dann schauen wir, dass wir wieder mit der Schnellreise was reißen können. So. Echt jetzt da am Ende der Welt? Da denkt man, man ist bald fertig mit den Weltenfressern und dann wird man da noch ans Ende der Welt zitiert, okay. Ich würde sagen, wenn wir hier zu Smaldi reisen, bringt uns das doch recht viel, oder? Weil dann können wir einfach, ja, das macht Sinn. Oder können wir sogar noch zu Lupa Lupins Lager? Gibt es keinen Schnellreisepunkt? Ja, Smaldi. So, Hallfelder. Jetzt gehen wir hier. Wo ist jetzt die Brücke? Oh, waren wir da schon drin? Da müssen wir vielleicht noch kurz reingucken. Mal schauen. Was fliegt denn hier? So. Hab ich's? Keine Ahnung. Jetzt möchte ich doch mal den Höhleneingang angucken. Vielleicht gibt's da noch was Cooles. Ist es Kletterfarbe? Das ist doch Kletterfarbe, oder? Ich bin jetzt praktisch über der Höhle, aber das finde ich jetzt doch... Fehlinterpretation meinerseits. Sonst konnte man doch als an den Stellen, die so gelb markiert sind, klettern. Hey. Was ist denn das? Ein Opossum? Hey. Ja, ging jetzt doch recht schnell. Was hat denn da gequakt gerade? Ah, okay. Und wer steht da? Was ist das? Ah, die Leiche. Ich hole mir Kribbeltoffee aus der Leiche. Meint, du kannst jederzeit vorbeikommen und deine Einsichten teilen. Nö. Oder was hat er noch? Ja, ich muss los. Ich muss los, keine Zeit für dich. Da drüben gibt's Kibbel, aber ich sehe nichts, was ich damit füttern kann. Den Geldbaum, ja. Ich finde auch, Blatt wird hier ein bisschen... überbewertet. Ich wollte noch nichts groß kaufen. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass es einfach coolere Sachen bei den Händlern gibt. Dass man sich auch richtig freut, wenn man so einen Blattbaum, so ein Blatt findet. So ein Geldblatt. Okay. Ja. Heute doch kein Ausflug jenseits des Tagesplans. Irgendwie bin ich immer zu doof, sie zu fangen. Wie weit ist es denn? Wir nehmen uns ein Reittier. Und die Abo-Sniege. Hallo. Dann sniegen wir mal los. Oh, herrliches Wetter heute. Toller Tag für einen Ausritt. Jetzt gerade, ob man irgendwie abkürzen kann, aber ich glaube, das macht alles keinen Sinn. Da ist auch wieder so ein Futterbaum. Die Dinger, so eine Sniege habe ich schon mit diesem lustigen Rüssel. Snödeburg!
Ja, das ist natürlich schön, dass sich alle vor Angst schon ergeben haben. Ja, Pigeonbo. Findet es beruhigend, dass du Steinalt kennst. Er weiß mehr als alle anderen über die Natur und wie sie geheilt werden kann. Ja. Sagt, es sei schon schlimm genug, dass die Welt untergeht, aber es gibt sogar immer noch Rüpel. Eine Kreatur namens Brock bringt einen Freund in Schwierigkeiten. Es wäre super toll, wenn du Brock dazu bringen könntest, damit aufzuhören. Also wir sollen ihn verhauen, okay. Schwebt dein Freund in Gefahr? Meint, Brock könnte sogar seinen Freund töten, ohne es zu wollen. Also ja, oh. Meint, es sei schwer, ihn zu verfehlen. Sieh dich einfach um. Falls du Brock nicht findest, suche nach seinem Freund. Er ist nicht weit. Brock vermisst all den Tag. Halte ihn auf. Ja, wenn ich Brock aufhalte, sollte dein Freund lieber dankbar sein. Ja, das wird garantiert den Tag retten. Okay. Ist es weit weg? Brock? Ein Nono-Nest, 9F? Wir schauen mal. Wenn wir ihn zufällig finden. Wenn wir ihn zufällig finden, dann können wir die Quest ja noch mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen schon langsam aufs Folgenende zu und ich werde jetzt den Rest der Folge damit verbringen, hier mit den Dorfbewohnern zu sprechen und das Dorf auszuloten. Und dann ziehen wir erst in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Meckert, dass dieser Tage alle so aussehen, als wären sie aus der Unterwelt gekommen. Wünscht sich zu wissen, wo sich Trim gerade aufhält. Es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Fellpfleger. Okay. Was ist ein Fellpfleger? Sagt an deinem Fellzustand, lässt sich erkennen, dass du es wirklich nicht weißt, wie unverschämt. Klagt, dass Filzspitze zu weit entfernt ist. Dabei muss sein Wollmantel, der täglich sorgfältigste Pflege braucht, unbedingt gestutzt werden. Wenn du ihn siehst, bitte ihn um eine Rundumverschönerung. Okay. Nicht, dass du sie brauchst, aber du brauchst sie. Gut, ich werde mich von Trim spektakulär herausputzen lassen. Ist der angezeigt auf der Karte? Achso, wir haben noch die Quest aktiv. Ja, okay. Was ist hier eigentlich noch? Finde Nono. Hatten wir Nono nicht schon gefunden? Wollen wir die nochmal suchen? Die wollte nicht mit auf unsere Arche. Also ich finde, die kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die Nono. Was ist denn das überhaupt für ein Name, ey? Wollte nicht mit auf die Arche. Dann hat sie gehabt. So. No. Okay. Klammer. Also schön haben die es ja auch alle nicht. So eine komische Matratze da am Boden. Mit dem Glibbergleiter müssen wir auch nochmal rumfahren. Da hätte ich auch nochmal Lust zu. Wobei ich auch auf den Oktopoden sehr gespannt bin von Wiz. Ich frage mich, ob wir dann wirklich so eine Unterwasserwelt kennenlernen. Weil, ja, also ich spoilere mich ja selber nicht, schon mal gesagt. Ich möchte hier selber entdecken und was ich verpasse, das verpasse ich eben. Vielleicht gucke ich dann irgendwann hinterher mal andere Let's Plays an. Aber ich möchte hier selber alles rausfinden oder auch nicht. Ah, den Wegpunkt markieren wir gleich noch. Nee, ich möchte nicht hoch zum Heißluftballon. Snödeburg. Gefällt mir hier. Reststück und nochmal Energiepaket. Oder Gesundheitspaket. Hier waren wir schon. Ich verliere immer den Überblick.
Da steht unser Elch. Haben wir schon mit dem da gesprochen? Ah, nee, sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß, aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Wir überzeugen ihn. Verrat es mir lieber, bevor du es vergisst. Es sei schwer, vor jemand so raffinierten wie dir ein Geheimnis zu bewahren, ich weiß. Ah, das liegt doch sogar auf dem Weg. Das machen wir nächste Folge. Den geheimen Ort nehmen wir noch mit. So, hier waren wir auch schon. Ich würde sagen, dann wären wir durch. Und dann drehe ich jetzt mal noch um und reite gen den geheimen Ort. Und beim geheimen Ort angekommen, hole ich euch wieder dazu. Falls ich es jemals schaffe, diesen Fluss zu überqueren, ohne dass der Elch stirbt. Entschuldigung, die Zniege. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommi da, wenn ihr mögt. Und ja, bis Donnerstag. Ciao, ciao.